Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Geschichte im Nordwesten. Heute befassen wir uns mit der Vergangenheit der Karl-Jaspers-Klinik, früher bekannt als Heil- und Pflegeanstalt Venen. Studenten der Uni Oldenburg haben sich mit der Geschichte des Hauses, aber auch mit der Geschichte der dortigen Gedenkkultur beschäftigt. Und den in Zusammenarbeit mit Geschichte mitmachen entstandenen Film sehen Sie jetzt. Dass ich lebe, ist nicht notwendig, wohl aber, dass ich tätig bin. Die Aufopferung des Individuums zum Wohle aller ist Leitmotiv für das Gesellschaftsverständnis der Nationalsozialisten. Psychisch Kranke fielen aus diesem Gesellschaftsverständnis heraus und wurden durch Euthanasieaktionen ermordet. Die rassenhygienischen Aktionen wurden im ganzen Dritten Reich durchgeführt, so auch in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Venen. Für viele Menschen tragen die Täter bekannte Gesichter. Hitler, Goebbels und Himmler gelten als Ideengeber und symbolhaft als Akteure für organisierten Mord im Dritten Reich. Die Bedeutung der Rassenhygiene ist in Deutschland erst durch Adolf Hitler offenbar geworden und die Möglichkeit, unseren 30-jährigen Traum zur Wirklichkeit in die Tat umsetzen zu können. Die NS-Führungsriege gibt nur den rechtlichen Rahmen für die Tötung an Patienten. Die rassenhygienische Gesellschaftsutopie findet ihren Ursprung in den Werken und Ideen der Rassenhygieniker weit vor 1933. Grundlage für die Rassenhygiene liefert Alfred Plötz, Arzt und Gründer der Zeitschrift Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Seine Vorstellung über eine gesunde Rasse und die nötige Durchführung seiner Vorstellung weist der Anfang des 20. Jahrhunderts mehrmals als Utopie aus. Sein idealer Rassenprozess besteht aus zwei Komponenten. Erstens, alle Rassen stehen in einem Überlebenskampf mit anderen Rassen. Ihr Bestreben ist die Ausbreitung und die gesunde Vervollkommnung ihrer selbst. Jedes Individuum ist sich dieses gesamtgesellschaftlichen Ziels bewusst. Plötz zweite Komponente ist das Lebensglück jedes einzelnen Individuums. Lebensglück setzt sich aus Gesundheit, körperlicher und geistiger Kraft, Verfügungsgewalt und Sesshaftigkeit zusammen. Im Zuge des Rassenkampfes leitet Plötz aus den Komponenten ab, dass Menschen, die diese Fähigkeiten und Voraussetzungen nicht besitzen, schädlich für die eigene Rasse seien. Psychisch Kranke würden das Selbstlosigkeitsbewusstsein nicht besitzen, in ihrer eigenen Welt leben und somit nutzlos für die Gemeinschaft sein. Körperlich schwerbehinderte Menschen würden ihre schwache physische Kraft an ihre Kinder weitergeben, genauso wie psychisch Kranke ihre geistige Schwäche vererben würden. Obdachlose würden ihre Armut an ihre Nachkommen weitergeben und dafür sorgen, dass sie nicht aus dieser entfliehen könnten. Je geringer die Zivilisation und der Wohlstand, je größer die Unkultur und das Elend, desto furchtbarer rafft der Tod die Menschen hinweg. Weitere Abschwächungen für die Vervollkommnung der Rasse sieht der Rassehygieniker im Alkoholismus als bedrohliche Volkskrankheit und im Sozialsystem des Staates, welcher die schwachen Elemente der Rasse individuell schützt. Plötz fordert den Kampf ums Dasein mit aller Schärfe zu führen und die Rassenhygiene über die Individualhygiene zu stellen. Der Staat solle Armenfürsorge und die Unterstützung von unheilbar Kranken unterlassen, um diesen Menschen die Fortpflanzungsmöglichkeit zu nehmen. Stattdessen müsse ein staatliches Zuchtsystem errichtet werden, das jeden Menschen kontrolliert und ihm gemäß seiner Bildung in Relation zum Bildungsdurchschnitt eine bestimmte Anzahl an Kindern zuspricht. Die düstere Utopie einer verschwindenden deutschen Rasse findet großen Zuspruch und wird von anderen Eugenikern nach dem Ersten Weltkrieg weiter verschärft. Viele hochachtbare, gern sich einfügende, wertvolle Menschen werden hart und grausam betroffen. Ist ein Opfer zu groß, wenn es gilt, ein ganzes Volk zu retten? Hat der Krieg nicht unendlich viel mehr wertvollste Erblinien gekostet? Die bewusste Rassenpflege reißt ein Volk vom Abgrund zurück. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 wird bereits am 14. Juli 1933 ein erstes Gesetz im Sinne der Rassenhygiene erlassen, welches sich Plötz Utopievorstellung annähert und den Grundstein für den Krankenmord legt. Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden. Als Erbkrankheiten gelten angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressives Irresein, erbliche Fallsucht, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, schwere körperliche Missbildungen. Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schweren chronischem Alkoholismus leidet. Reichsärzteführer Gerhard Wagner formuliert es 1933 so: Deutscher Student,
Jahrelang hast du auf aussichtslosen Posten inmitten jüdisch-materialistischen Ungeists gestanden, ohne Aussicht, jemals an der Gestaltung der Zukunft des deutschen Volkes wesentlich Anteil nehmen zu dürfen. Vor dieser jüdischen Überflutung hat der neue Staat die Medizinerschaft geschützt. Der Nationalsozialismus hat in die Hände des Arztes eine ungeheure Verantwortung gelegt. Er hat dem Arzt die Neugestaltung der Zukunft unseres Volkes anvertraut. Diese Generation wird die ernsthafte wissenschaftliche Facharbeit nicht vernachlässigen, wird aber ihr Wissen ganz in den Dienst der Nation stellen und die Idee, dass Gemeinnutz vor Eigennutz geht, wird ihr in Fleisch und Blut übergegangen sein. Als in Berlin 1935 der Rassenhygienische Kongress tagt, radikalisieren sich die Forderungen nach einem härteren Umgang mit rassisch Minderwertigen innerhalb der NS-Gesellschaft. Die Vernichtung von hochwertigem Erbgut im Ersten Weltkrieg soll nach den Rassehygienikern durch eine Ausmerze-Auslesequote bei Erbkranken ausgeglichen werden, da die Gemeinschaftsuntätigen dem Volk nur Geld kosten würden. Die wirtschaftliche Nutzlosigkeit von kranken Menschen wird zwischen 1934 und 1935 auch zunehmend in den Schulen thematisiert. Schülern wird gelehrt, dass Geisteskranken, Krüppeln und Verbrechern durch staatliche Verwahrung mehr Reichsmark pro Tag zum Leben gestattet werden würden als den gesunden Arbeitern und Angestellten. Die Zukunftsvorhersage von Alfred Plötz' Rassenentartung wird oftmals mit deutlichen Bildern vermittelt. Diejenigen, die nach ihrer Schulzeit die Arztlaufbahn anstreben, werden in ihrer Studienzeit zunehmend mit Rassenhygiene konfrontiert. Gilt die Einführung des Fachs als Pflichtbestandteil des Studiums um 1933 noch an manchen Universitäten als Sonderweg, findet sich das Fach 1939 an fast allen wichtigen Universitäten im Reich. 1944 setzt Reichsgesundheitsführer Leonhard Conti durch, dass die Pflichtübungen in der Rassenhygiene sogar verdoppelt werden, zu denen unter anderem die Schädelforschung zählt. Ziel der Pflichtübungen ist neben den Vererbungstheorien auch die Praxis am Menschen zu belegen. Studiengruppen betreiben Sippenforschung an Patienten von Heil- und Pflegeanstalten und binden in ihre Ergebnisse auch soziale Kriterien für rassische Minderwertigkeiten ein. Die Verbindung von sozialen Komponenten, wie zum Beispiel Kriminalität, ermöglicht die Ausweitung der Lebensunwertigkeit auch auf Menschen, die körperlich und geistig gesund sind. Neben der praktischen Komponente verändert sich auch die Gewichtung der Endnote in den Fachbereichen des Ärztestudiums. Zwischen 1936 und 1944 verdoppelt sich die Bedeutung der Note im Fachbereich der Rassenhygiene. Stehen Fächer wie Anatomie, Chirurgie und Innere Medizin als Bestandteil der Wehrmedizin im Kriegskontext, sind Hervorhebungen in Kinderheilkunde und Geburtshilfe klassischer Bestandteil der NS-Familienpolitik. Die doppelte Gewichtung der Rassenhygiene als Kombinationsfach von Biologie, Vererbungslehre, Rassenkunde, Bevölkerungspolitik und Soziologie sticht daher besonders heraus und verdeutlicht den Stellenwert von Plötz' Vorstellungen. 1936 wird Alfred Plötz von Hitler zum Ehrenprofessor ernannt und die öffentliche Diffamierung von Erbkranken als minderwertige Menschen findet ihren Höhepunkt im nationalsozialistischen Stummfilm Erbkrank. In ihm finden sich die beanstandeten Faktoren, die Plötz zu Beginn des 20. Jahrhunderts bemängelt, so die übermäßige und teure Pflege der psychisch Kranken. Plötz' Zukunftsvision eines entarteten Deutschlands. Die von den Studiengruppen betriebene Sippenforschung wird durch die Darstellung von Extremfällen stark verallgemeinert. Beim Zeigen von Härtefällen der Pflegeanstalten, die oftmals gestellt wirken, fallen drei Punkte besonders auf. Als erstes ist die Begriffsausdehnung des Wortes erbkrank zu erwähnen. Neben physisch und psychisch kranken Menschen fallen optisch gesunde Menschen ebenso unter die erbkranke Kategorie und sind trotz ihrer optischen Gesundheit und Verhaltensweise mit den Extremfällen gleichgesetzt. Lebensunwertes Leben wird somit zu einer sprachlichen Hülse, die ganz nach Belieben auf jede fremde oder missliebige Person bezogen werden kann. Zweitens wird die rhetorische Verwendung der zu dieser Zeit ärztlichen Fachbegriffe wie Idiotie oder Schwachsinnigkeit in Verbindung mit den hohen Pflegekosten gebracht und soll beim Zuschauer durch Extremfälle gezielte Antipathie erwirken. Drittens endet der Film mit dem konkreten Ziel der Beseitigung der geistig und körperlich Kranken, denn der Begriff Enden in Anstalten zielt darauf, dass die Heil- und Pflegeanstalten keine Heilungsfunktionen, sondern lebenslange Verwahrungseinrichtungen sein werden, in denen die Insassen keinerlei Fürsorge mehr erfahren werden. Mit Beginn des Krieges am 1. September 1939 gibt Adolf Hitler einen geheimen Führererlass heraus, in dem er verantwortlichen Ärzten von Heil- und Pflegeanstalten einen rechtlichen Handlungsspielraum schafft, in welchem sie nach persönlicher Auffassung unheilbar kranke Menschen umbringen lassen dürfen. Der Gnadentod wird unter Rassehygienikern sowohl als Euthanasie als auch als angewandte Soziologie und Anthropologie bezeichnet und stellt die Ärzte vor ein Problem, denn die absolute Geheimhaltung des Erlasses besitzt durch Adolf Hitler persönlich Geltungswirkung, jedoch handelt es sich nicht um ein Gesetz.
Bis zum 24. Januar 1941 bemüht man sich, den Erlass zu verrechtlichen. Erhalten davon sind nur Entwürfe der Strafrechtskommission. § 1. Wer an einer unheilbaren, sich oder andere stark belästigende oder sicher zum Tod führende Krankheit leidet, kann auf sein ausdrückliches Verlangen mit Genehmigung eines besonders ermächtigten Arztes Sterbehilfe durch einen Arzt erlangen. § 2. Das Leben eines Menschen, welcher infolge unheilbarer Geisteskrankheit dauernder Verwahrung bedarf und der im Leben nicht zu bestehen vermag, kann durch ärztliche Maßnahmen unmerklich schmerzlos für ihn vorzeitig beendet werden. In Wenen, nahe Oldenburg, tragen vor allem die beiden Leiter der dortigen Heil- und Pflegeanstalt, Dr. Kurt Mönch und Dr. Karl Petri, einen Großteil der Verantwortung für die Umsetzung von Euthanasieaktionen an den Patienten. Mönch und Petri, beides ausgebildete Ärzte, stellen zur Zeit des Nationalsozialismus oftmals folgende Diagnosen an Patienten. Stumpf, schwachsinnig. Exitus letalis, bei weitestgehend verblödeten und ausgebrannten Schizophrenen. Endzustand einer Idiotie, vollkommen tierisch, vollkommen verblödet. Ihre Diagnosen sind in der psychiatrischen Praxis noch normaler Sprachgebrauch. Doch besitzen sie einen ähnlich diffamierenden Charakter wie im Propagandafilm Erbkrank. Tatsächlich ist auch dem angeborenen Schwachsinn bei der Bekämpfung rassenhygienisch unerwünschten Nachwuchses die größte Bedeutung beizumessen. Mönch ist fanatischer Anhänger der Rassenhygiene und besucht in seiner Zeit als Oberarzt in Wien von 1924 bis 1937 oftmals freiwillig rassenhygienische Fortbildungen. Er richtet sich in seinem Wirken nach Plötz' Ausmerzungsvorstellungen. Noch 1979 wird Mönch in einer Festschrift des Landeskrankenhauses Wenen für seine Verdienste und wissenschaftlichen Erkenntnisse gelobt, trotz überlieferter Äußerungen wie: Es ist selbstverständlich, dass der Wunsch und das Bedürfnis gebieterisch hervortritt, nur vollwertige Volksgenossen auszuwählen. Auch gewissen Formen der gesteigerten Erregbarkeit, die zu Wutanfällen ebenso die Neigung zu Gewalttätigkeiten und zu verbrecherischen Gewalthandlungen sind als Erbfaktoren anzusehen. Ist es von ausschlaggebender Bedeutung, auch den leichten Schwachsinn unter allen Umständen auszuscheiden? Das Ausscheiden von Schwachsinn setzt Mönch durch sein Engagement für die Zwangssterilisation als auch durch die Reduzierung der Pflegesätze der Patienten um, weshalb viele Patienten körperlich stark abbauen. Die Haupttötungsmethode in der Heil- und Pflegeanstalt Wenen, das war die Aushungerung. Man hat den Menschen zu wenig Nahrung gegeben und dann darauf gesetzt, dass sie sehr bald krank wurden, geschwächt waren, sich Infektionen holten und daran starben. Ob zusätzlich mit Medikation getötet worden ist, dafür gibt es viele Anhaltspunkte, aber bisher kein einziges Dokument. Hier haben die Tötungen 1936 eingesetzt, also 3 Jahre vorher, und sind bis mindestens 1947 weitergegangen, also erheblich später. Dass Mönch aber noch 1979 gewürdigt wird, liegt am Umstand seiner Entlassung und an seiner Äußerung nach Kriegsende. Der Anstaltsleiter wird 1937 von seinem Posten in Wenen enthoben. Nach dem Krieg tut er alles, um seine Schuld an der hohen Sterberate von sich zu weisen. Nach der Parteizugehörigkeit ohne Mitgliedschaft im NS-Ärztebund, wegen zunehmender Schwierigkeiten mit Partei und Staat, insbesondere hinsichtlich der Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, habe ich 1937 am 1. Juli meinen Posten als Direktor der Heilanstalt Wenen freiwillig niedergelegt, wie aus den damaligen Vorgängen in Oldenburg bekannt ist. Mönch wird zwar 1937 entlassen, aber unmöglich aus politisch-ideologischen Motiven. Denn kurz nach seiner Entlassung wird er Oberstarzt im Fürsorge- und Versorgungswesen der Wehrmacht. Des Weiteren hält er Kontakt zu Dr. Karl Brandt, Hitlers Euthanasiebeauftragten der Aktion T4. Es ist naheliegend, dass seine Entlassung auf persönlichen Differenzen mit der Landesverwaltung beruht. Mönch arbeitete bis 1953 als Psychiater in Westerstede. Sein direkter Nachfolger als Direktor der Klinik wird Dr. Karl Petri. Im gleichen Jahr wird die Heil- und Pflegeanstalt dem Landesfürsorgeverband unterstellt. Petri trägt als Leiter der Anstalt von 1937 bis 1945 die Verantwortung für alle Patienten. Deren Hungerleiden verstärkt sich 1939 kriegsbedingt und durch weitere Reduzierung des Pflegesatzes durch den Landesfürsorgeverband. Pro Person sind 1,85 Mark festgelegt. Im Durchschnitt erhält ein Patient den Gegenwert von 37 Pfennig an Verpflegung pro Tag. Die Reduzierung führt zu einem drastischen Anstieg der Sterbezahlen. Von 1941 auf 1942 nahm die Sterberate von 15% auf 24% zu und blieb dann konstant auf 24% die nächsten 3 Jahre, bis 1945 dann stieg sie nochmal auf 31%. 1500 Opfer muss man für den gesamten Krankenmord berechnen, aber nicht alle sind hier bestattet worden, sondern in manchen Fällen haben die Familien es hinbekommen,
dass die sozusagen Verstorbenen dann noch überführt worden sind in die Heimatgemeinden. Ich war der Ansicht, dass man ungefähr die Hälfte der hier Verstorbenen hier beerdigt hat und die andere Hälfte überführt hat. Aber die Kirchenleitung hat nach dem Studium ihrer Unterlagen selber schriftlich bemerkt, gegenüber der Landesregierung übrigens, bemerkt, dass es mehr als 1000 gewesen sein müssen, die hier auf dem fraglichen Friedhofsteil beerdigt worden sind, der dann eingeebnet worden ist. Zur Verschleierung des Hungertods werden den Opfern überdurchschnittlich oft Herz- und Kreislaufschwäche als Todesursache angetragen. Während hingegen psychiatrietypische Todesursachen wie Hirnschlag oder Paralyse selten in den Statistiken zu finden sind. Mit Beginn der Aktion T4, die aus Hitlers Gnadentoderlass im ganzen Reich in Kraft tritt, werden auch T4-Gutachter nach Wien geschickt. Ja, es gibt zwei Zeugnisse von Besuchen von T4-Gutachtern in Wien. Die haben ja allerdings offensichtlich, jedenfalls nicht offiziell, überprüft, ob die Meldebogen abgeschickt worden sind, denn die Meldebogen sind pünktlich abgeschickt worden. Also gab es keine Veranlassung, nachzuschauen und nachzuprüfen. Aber was sie gemacht haben, sie haben die Verhältnisse innerhalb der Anlage untersucht. Das heißt, wie sind die Patienten untergebracht, wie werden sie verpflegt und verschiedene andere Dinge. Und sie haben darüber schriftliche Berichte abgefasst, die man auch noch studieren kann. Und diese Berichte beschreiben die Anstalt Wien 1942 als katastrophal, die baulich im allerschlechtesten Zustand sei und den Eindruck einer Bewahrungs- und Verwahrungsanstalt mache. Die Frage nach der Schuld am Hungertod der Patienten wird in der früheren Nachkriegszeit von allen Seiten abgewiesen. Petri verlagert die Verantwortung auf den Landesfürsorgeverband, gegen den er machtlos gewesen sei, wohingegen dieser ihm entgegnet, dass er als Leiter der Anstalt in der Lage gewesen wäre, die Versorgungslage zu ändern. Der Landesfürsorgeverband erwirtschaftet durch die Reduzierung des Pflegesatzes große Überschüsse, die nur möglich sind, wenn die Insassen langsam in den Anstalten verhungern. Petris politische Gesinnung ist umstritten. Viele Zeugen bescheinigen ihm nach dem Krieg eine regimekritische Haltung, während andere Stimmen ihn als SS-Führer und überzeugten Nationalsozialisten betiteln. Interessant ist seine Aussage über den Stopp der Aktion T4. Es wurde mir dann Ende des Jahres 1941 mitgeteilt, dass die Sonderaktion eingestellt sei. Ich bin davon überzeugt, dass man meinen Widerstand unter diesen Umständen fürchtete, da ich ja sämtliche Einzelheiten kannte. Petri behauptete, dass seine Drohung, den Euthanasiebefehl zu veröffentlichen, dazu geführt hätte, dass Hitler die Aktion T4 abbrechen ließ. Dies ist eine Verzerrung der Realität und Petris Einflusses. Im Zusammenhang mit dem Hungersterben in Wien wird vielmehr deutlich, welches Verständnis vom Umgang mit Erbkranken der leitende Oberarzt besitzt. Anstatt die Patienten direkt umbringen zu lassen, da er dies als Mord empfindet, lässt er sie in der Anstalt aktiv verhungern. Denn gegen die Pflegesatzreduzierung schreitet Petri nicht ein. Plötz Forderung der natürlichen Ausmerze erbkranker Menschen durch Abschaffung der sozialen Maßnahmen kommt Petris aktive Haltung im Hungertod sehr nahe. Weitere Rechtfertigungsversuche, dass die Hungertoten Opfer der Kriegswirtschaft seien und diese, wie die restliche Bevölkerung, normal hungern würden, ist bei Betrachtung der hohen Sterblichkeit nicht glaubwürdig. Denn in Wien stirbt jeder vierte Patient an Unterernährung. Am 27. Juni 1948 nimmt sich Petri aus ungeklärten Gründen das Leben. Im Jahr seines Selbstmordes wird das Verfahren gegen die Anstalt Wien unter Verdacht der Beteiligung am Mord der Patienten aufgenommen. Dass der Suizid im Zusammenhang mit den Mordvorwürfen in der Anstalt steht, die Karl Petri seelisch schwer zugesetzt haben, ist naheliegend, auch wenn sich dies nicht mehr beweisen lässt. Man kann dabei von einer Euthanasie von unten oder regionalisierten Euthanasie sprechen. Denn sie geht sowohl vor 1939 als auch nach 1941 vollständig von den Akteuren der Anstalten aus. Sie wechselt zwischen erbbiologischem Eigenengagement und Akzeptanz des Hungersterbens, die die erbbiologische Ausmerzungsutopie in der Realität umsetzt. Wie uns Statistiken zeigen, gibt es eugenische Tötungen auch nach 1945. Hier hat die Sterblichkeit erst im Jahr 1948 wieder ein Normalniveau erreicht. Und man kann sagen, dass diese Sterblichkeit zu verhindern gewesen wäre, wenn die Besatzungszonen, wenn die Besatzungsmächte, hier in Oldenburg muss man von der britischen Militärbehörde sprechen, die Zeichen richtig erkannt hätte, die Zeichen richtig gedeutet hätte und eine Zusatzverpflegung gewährt hätte für die knapp 1000 Patienten in Venen, um die ganz geschwächten Menschen zu retten. Mönch und Petri sind nur zwei der schuldigen Personen am Patientenmord in Venen, zu denen noch die Verwaltungsapparate, wie zum Beispiel der Landesfürsorgeverband, hinzukommen. In Wien und Umgebung wusste man damals, dass die Heil- und Pflegeanstalt ein Ort des Tötens und des Sterbens war.
Ich glaube, das kann man bejahen, weil auch nach dem Krieg noch viele Menschen ähnliche oder in diesem Zusammenhang sich äußerten und sagten zum Beispiel, in wen sind Patienten gestorben worden oder in wen herrschte der Tod oder nach wen zu kommen bedeutet Tod, das sagten Patienten noch nach dem Krieg. Und das andere ist, ich bin davon überzeugt, dass alle Bescheid wussten, zumindest in dem Dorf und den umliegenden Dörfern um Venen herum, weil ja die Masse der Toten so groß war, dass nicht nur der Pfarrer damit beschäftigt war, laufend Menschen unter die Erde zu bringen, sondern dass auch die Dorfbevölkerung das sehen konnte und das sozusagen mitkriegen konnte. Und sich deswegen auch ihre Gedanken machen musste. Ich würde von archaischen Ängsten sprechen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, die gesamte Medizin im Land Oldenburg. Die war sehr gut informiert. Denn letztendlich, wenn man sich das ganze System anschaut, muss man konstatieren, dass es eine große Maschinerie gab, die folgendermaßen funktionierte. Venen war eine Aufnahmeklinik für Patienten, die man loswerden wollte. Und überall im Land Oldenburg gab es viele Heime, Anstalten und Kliniken, die eben solche Patienten nach Venen überwiesen haben. In der Annahme oder in der Hoffnung, in Anführungszeichen natürlich, oder eben auch mit der Absicht, diese Patienten endgültig los zu sein. Die Erinnerung heute ist vielfältig. Der Großteil der Opfer ist auf dem Friedhof der Gemeinde Ofen in einem Massengrab beigesetzt worden. Dieser Friedhofsteil gehörte ursprünglich dem Landeskrankenhaus Venen. Nachforschungen über die Nutzung des Krankenhausteils führten zu der Erkenntnis, dass viele Menschen anonym beigesetzt worden sind. Die Kirchengemeinde entschied sich, 1996 ein Denkmal für die Vergessenen zu errichten. Für alle Angehörigen, die hier auf diesem Friedhof ja auch lange Zeit beerdigt wurden, schaffen wir ein Denkmal. Dann haben wir einen Künstler angesprochen, Bruno Schmitz. Bruno Schmitz ist eher bekannt als derjenige, wenn Sie mal nach Bodenwerder kommen, da finden Sie das Münchhausen, diesen Brunnen, diesen halben Münchhausen. Und Bruno Schmitz hat gesagt, ich mache kein Denkmal nach dieser Geschichte, sondern ich mache ein Gedenkmal. Wir wollen aller gedenken, von Anfang an. Und wir haben in den Mittelpunkt den auferstandenen Christus gestellt. Den Ort hat der Künstler ausgewählt, mit Blick auf das Feld hier des Landeskrankenhaus, damals hieß es ja Landeskrankenhaus noch, und Blick auf die Kirche, die jetzt durch die Linden hier jetzt verdeckt ist, aber so diese Blickrichtung Christus als der versöhnende, friedenstiftende über dem Ganzen. Die haben also einen Text zu dem Ringen des Menschen mit Gott und den Dingen, die in der Welt geschehen. Die Texte sind ja schon ein paar tausend Jahre alt, und immer noch zeitlos, und die Auswahl hat der Künstler getroffen. Neben der Errichtung des G-Denkmals und der Behandlung des Themas in der Jugendarbeit der Kirche erfolgt auch eine jährliche Kranzniederlegung am Ewigkeitssonntag, wodurch den Opfern besonders gedacht wird. Zum zusätzlichen Gedenken wurden und werden Gottesdienste abgehalten, die speziell den Opfern gedenken. In unmittelbarer Nachbarschaft zum G-Denkmal der Kirchengemeinde befindet sich ein weiteres Denkmal, eine Erinnerungsstätte, die am 1. September 2009 ihre jetzige Form gefunden hat. Initiator des zweiten Denkmals ist der an der Karl-Jaspers-Klinik ansässige Gedenkkreis Venen. Dieser formierte sich 1997 aus privater Initiative von Angehörigen der in Venen umgekommenen Patienten und ist damit einmalig in Deutschland. Die Gründung entstand aus der von Ingo Harms verfassten Dissertation »Wat möd wie hier's machten«. Wir haben zu Hause mal den Sprachgebrauch gehabt, man ist gestorben worden. Das war im Grunde genommen das, was wir eigentlich wussten, und alles andere war verschwiegen worden. Es war ja immer in den Familien absolute Verschwiegenheit, und es war hier auch aufgrund von Nachfragen in der Klinik wurde gesagt, hier war alles sauber, so hieß es dann eben, und die Bevölkerung schwieg, also es war eine kollektive Verschwiegenheit. Und diese konnten wir dann durchbrechen dadurch, dass wir jetzt das mit der Forschung auf den Weg bekommen haben, dass wir nachfragen konnten. Und das war im Grunde genommen die geöffnete Tür, die wir dann auch wirklich genutzt haben. Die Arbeit des Gedenkkreises hat dazu geführt, dass am 1. September 2001 auf dem Klinikgelände der Karl-Jaspers-Klinik, dem ehemaligen Landeskrankenhaus Venen, ein Mahnmal für die Opfer errichtet worden ist. Das Denkmal hier auf dem Gelände der Karl-Jaspers-Klinik ist ganz klar als Mahnmal, deswegen
zu verstehen. Wir haben da drin den Spruch, die Schwachen und Kranken zu schützen, ist die Würde der Gesunden. Das ist also ein Satz, der hat ja im Grunde genommen mit dem Paragraphen 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, was zu tun. Das ist also ganz klar, dass wir eben auf die Kranken zu sprechen kommen, was uns unwahrscheinlich wichtig ist und nicht nur einfach irgendwo, was weiß ich, zur Mahnung irgendwie, wie es meistens steht. Es soll eine Aussage haben. Und dieses Denkmal wird auch wirklich in Anspruch genommen, komischerweise auch sehr, sehr stark von den Patienten. Während das Denkmal auf dem Klinikgelände als Mahnmal gedacht ist, fungiert das Steinfeld über seine Beschaffenheit als Glied eines Dreiecksdialogs. Denkmal, Gedenkstätte, Erinnerungsstätte. Kissensteine sind die Steine, die auf dem Anstaltsfriedhof dann die Namen der da vergrabenen, bestatteten, damals bestatteten Patienten beinhalteten. Und dieses Wort Kissensteine, das hat sich bei uns irgendwann festgesetzt und so entstand im Grunde genommen diese Idee vom Kissen. Und dieses Kissen bedeutet für uns im Grunde genommen, dass wir unseren Angehörigen nachträglich ein weiches, aufgeschütteltes Kissen geben wollen, also als liebevolle Darbietung. Die Erinnerungsstätte hat jetzt den Zweck, dass die Familien, die eine Person hier verloren haben durch eben den Hungertod, die können da auf der Erinnerungsstätte einen Stein setzen, wenn sie das möchten. Über Recherche in Krankenakten der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt können Angehörige den Verbleib ihrer verlorenen Familienmitglieder rekonstruieren. Unser ganz großes Standbein sind jetzt die Schulen geworden, die Schulführungen. Da erreichen wir eben in hohem Maße dann eben auch Familien, die wir erreichen wollen, wenn sie dann eben hier Menschen verloren haben. Und das ist jetzt eigentlich das Wichtigste mit für uns als Gedenkkreis geworden. Diese Arbeiten, diese roten Bücher beinhalten eben die Geschichten von Patienten und das möchten wir gerne weiterarbeiten. Nicht nur, dass wir jetzt hier die Bilder stehen haben von den Patienten, die hier umgekommen sind. Wir wollen eben als Zeitdokumente dann eben auch diese Bücher vervollständigen und alle Familien, die das gerne möchten, die noch Bilder zur Verfügung stellen können und so weiter, die sollen die Möglichkeit haben, dass wir hier dann eben auch diese Bücher vervollständigen können. Sie sollen eigentlich das Inventar dieser Gedenkstätte darstellen. Die Steinlegung auf dem Steinfeld ist der Höhepunkt und Abschluss eines jeden rekonstruierten Einzelschicksals der verstorbenen Patienten. Die Phase um die Errichtung des Steinfelds in seiner jetzigen Form ist ein langer Prozess gewesen. Denn speziell der Spruch auf dem Kissen selbst ist Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung gewesen. Ja, die erste Version, die hatte sich eigentlich so orientiert an dem Denkmal für die Zwangsarbeiter mit den Steinkreuzen. Das war so unsere erste Version und dann aus unerfindlichen Gründen, mehr oder weniger jedenfalls, hat sich das alles irgendwo hingezogen. Und das sind ja alles Prozesse, die sich hier vollziehen. Und im Laufe der Zeit ist es dann so gekommen, dass wir als Angehörige nicht unbedingt nur die Kreuze haben wollten. Es war mal ursprünglich gedacht in Rundform, Halbkreisform oder wie auch immer. So ganz allmählich setzte sich so diese Idee durch, wir wollen etwas anderes. Wir wollen keine Steinkreuze, sondern wir wollen etwas ganz Persönliches, etwas ganz Privates machen. Die Kreuze sind durch das jetzige Kissen ersetzt worden. Doch der Wandel in der Form führte auch zu einem Wandel im Spruch, der wie folgt lautete. Du sollst nicht töten. Zur Erinnerung an mindestens 1500 Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen, die 1936 bis 1947 von Ärzten, Pflegepersonal und Medizinalbeamten durch verordneten Hunger ermordet wurden. Es geht immer so, der Friedhofsausschuss berät erst, wie das sonst so auch üblich ist. Und das Entscheidungsgremium ist aber der Gemeindekirchenrat. Über diesen Text gab es dann, wir haben im Friedhofsausschuss gemeint, wir könnten diesen Rahmen tolerieren als Empfehlung und haben dann mehrheitlich, aber auch mehrheitlich, diesen Vorschlag als Genehmigungsvorschlag auch weitergereicht an den Gemeindekirchenrat. Der Gemeindekirchenrat hat sich in der Sitzung dann gegen diese Fassung ausgesprochen, vor allen Dingen in der Begründung, dass die Berufsgruppen da drin betont werden, aber mögliche andere nicht erwähnt sind. Und dann sind wir nochmal wieder in Klausur gegangen und dann sind wir zu dem letzten Spruch gekommen, der aber auch für uns Angehörige, muss ich ganz ehrlich sagen, insofern jetzt angenehmer ist, denn wir wollen dort stehen und trauern können. Und wenn wir immer diesen Vorwurf an die Tätergruppen vor uns haben, das kann irgendwo etwas in uns wecken, was wir da vor Ort eigentlich auch nicht haben wollen. Der Gedenkkreis führt zurzeit ein aktuelles Projekt für zusätzliche Stellwände auf dem Ofener Friedhof durch, die weitere Informationen über den Patientenmord in Wehnen beinhalten. Sie sollen an der Tanne bei der Erinnerungsstätte
und bei den Zwangsarbeiterkreuzen errichtet werden und die Arbeit des Gedenkkreises weiter hervorheben und sich dem Schweigen und Vergessen der Geschichte entgegenstellen. Auch anderswo in Oldenburg wird der Opfer der NS-Zeit gedacht. Am Flötenteich erinnert neuerdings ein Stein an die Zwangsarbeiter, von denen es auch in Oldenburg Tausende gab. Autofahrer dürfen sich seit Jahrzehnten darüber freuen, dass man in Oldenburg von einem Stadtteil zum anderen per Autobahn fahren kann. Welche andere Stadt dieser Größe kann das schon von sich behaupten? Dieser verkehrstechnische Luxus hatte allerdings seinen Preis. Und zwar einen, der nicht in Geld messbar ist. Um den Sand für den Bau der damaligen Umgehungsstraße, des Vorläufers des Autobahnrings, zu gewinnen, wurde der Flötenteich ausgehoben. Und zwar von Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg. Nichts erinnert mir an die quälenden Jahre zwischen 1940 und 1943. Nichts deutet auf die erniedrigenden Arbeitsbedingungen hin, auf die Not der Gefangenen, auf ihren Hunger, ihre Qualen und ihren Tod. An ihr Schicksal erinnert nun ein Gedenkstein. Die Idee dazu hatte Philipp Werner, Schüler der dortigen IGS. Wir haben uns ja mit dem Thema beschäftigt und dann hatte ich die Idee, weil die Leute ja nicht mehr in Vergessenheit geraten dürfen, weil ich das sehr wichtig fand, dass wir da einen Gedenkstein hinsetzen. Und dann hat unser Lehrer das aufgenommen und ja, hat das so ins Rollen gebracht. Die Arbeit am Flötenteich war äußerst hart. Wie überall im Reich wurden die Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen geschunden, blieben unterernährt und medizinisch kaum versorgt. Mehr als 1000 Zwangsarbeiter starben in Oldenburg, so die Schätzung. Der Historiker Ingo Harms befasst sich seit längerem mit dem Thema. Ich glaube, das Kapitel Zwangsarbeiter ist in Oldenburg sowieso ein Kapitel, was nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist. Einige Informationen sind schon gedruckt worden, sind auch in Umlauf gekommen. Es hat auch Einladungen gegeben seitens der Stadt, ehemalige Zwangsarbeiter nach Oldenburg zu holen, zum Wiedersehen. Aber welche einzelnen Arbeiten die Zwangsarbeiter verrichtet haben, das ist eigentlich nicht Gegenstand geworden. Allenfalls ist berichtet worden über den Bau der Umgehungsstraße, aber der ist untrennbar verbunden mit dem Ausheben des Flötenteichs. Und diese Wissenslücke und diese Geschichtslücke in der Stadt Oldenburg, die ist mir eines Tages aufgefallen. Ich habe sie den Schülern zu Ohren gebracht und daraufhin haben die Schüler die Idee gehabt, diese Lücke auszufüllen. Denn auch die Schüler der benachbarten IGS kannten den Flötenteich zuvor nur als Freizeitstätte. Nein, also das war eigentlich ziemlich neu für mich und ich habe mich dann auch ziemlich erschrocken. Und ich habe dann, als er uns das erste Mal erzählt hat, habe ich dann so ein Fenster geguckt und konnte mir gar nicht vorstellen, wie die Leute da gelitten haben und gearbeitet haben. Also. Neben dem nun aufgestellten eigentlichen Gedenkstein, der direkt am Rundweg um den Teich platziert wurde, sollen mittelfristig an dieser Stelle auch Hintergrundinformationen gegeben werden. Ja, die Schüler wünschen sich eine Infotafel in der Nähe des Gedenksteins, auf dem sie sozusagen laufende Informationen austauschen können, wenn sich der Forschungsstand ändert beispielsweise oder wenn sonst interessante Gegebenheiten zu berichten sind im Umfeld von beispielsweise nochmal Einladen von ehemaligen Zwangsarbeitern und dergleichen mehr. Platz für eine solche Tafel gäbe es und wünschenswert wäre sie allemal. Denn das Thema ist schon lange genug zu kurz gekommen und es kann künftig beim Einbiegen auf die allseits beliebte Stadtautobahn sicher nicht schaden zu wissen, wer an ihr mitgebaut hat. Kommen wir zu einem anderen Thema. Auf dem Schlossplatz in Oldenburg wird derzeit fleißig gegraben. Nicht nur von Bauarbeitern, sondern auch von Archäologen. Und die finden mitunter Überraschendes. Dort, wo heute der Schlossplatz liegt, floss im späten Mittelalter ein etwa 15 Meter breiter Wassergraben, der das Schloss umfasste. Passierbar nur über eine Brücke, die von einem hohen Brückenturm bewacht wurde. Es ist dieser Turm, den die Archäologen des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege entdeckt haben. Auf der Baustelle des Schlossplatzes legten sie auf 13 mal 8 Metern massives Mauerwerk aus Ziegeln und Natursteinen frei. Eine echte Überraschung, mit der Bezirksarchäologin Dr. Jana Esther Fries nicht gerechnet hätte. Nein, das hat uns wirklich überrascht.
Die Archäologie ist ja immer ein Überraschungsei. Wir wissen nie ganz genau, was kommt. Wir haben damit gerechnet, dass auf dem Schlossplatz einige Befunde aus dem späten Mittelalter, aus der frühen Neuzeit noch da sind. Wir haben andererseits damit gerechnet, dass durch Leitungsverlegungen, durch Brunnen, durch Pflasterarbeiten im 20. Jahrhundert das meiste schon kaputt ist. Insgesamt ist mehr gekommen, als wir erwartet hatten. Der Grabungstechniker, Herr Weiler, hat hier jeden Tag gut zu tun. Er hat viele Kanäle gefunden, andere Bauten vom alten Zeughaus zum Beispiel, eine Ecke, Palisaden und so weiter und so fort. Aber dieser Turm hier, das ist jetzt wirklich das Sahnehäubchen. Damit haben wir nicht gerechnet. Das macht großen Spaß, wenn man ein Gebäude mal so genau zuordnen kann. Peter Weiler schaut den Bauarbeitern seit Beginn der Arbeiten im April mit Argusaugen über die Schultern. Für ihn war der Fund ein echter Glücksmoment. Das war sehr überraschend, weil das erstens der größte Befund war bisher, zweitens einer der ganz wenigen, die man auch mit historischen Plänen abgleichen kann. Und sowas hat man nicht alle Tage, das ist schon was Besonderes. Das ganz Besondere an diesem Fund ist, dass man ihn anhand alter Karten der Innenstadt wirklich genau zuordnen kann, wie Bezirksarchäologin Dr. Jana Ester-Fries erklärt. Jetzt an dieser Stelle haben wir ein größeres Gebäude festgestellt, das wahrscheinlich aus dem späten Mittelalter stammt, 8 x 13 Meter ungefähr groß. Und wir haben das große Glück, das ist ganz selten in der Archäologie, dass wir genau wissen, was für ein Gebäude das ist. Das ist ein Turm gewesen, der zur Brücke gehört, die über den Schlossgraben führt. Und dieser Turm und die Brücke, die sind zu sehen auf einem Plan aus dem Jahr 1598 von Peter Bast. Da ist die ganze Oldenburger Altstadt zu sehen und eben auch ganz genau diese Situation hier. Wir wissen also, hier war mal der Turm, links von uns floss der Schlossgraben, noch weiter links steht das eigentliche Schloss und wir stehen jetzt auf dem Anfang der Brücke. Durch die Ausgrabungen haben sich die Bauarbeiten auf dem Schlossplatz ein wenig verzögert. In Kürze wird es jedoch weitergehen und dann muss auch ein Teil des mittelalterlichen Mauerwerkes weichen. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema Archäologie. Man kann vom ECE-Center ja halten, was man will. Immerhin erlaubte der Bau einen Blick in die Vergangenheit der Mühlenstraße. Und die Ergebnisse, die Archäologen dort erzielten, sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen. Ausgegraben. Unter diesem Titel präsentiert das Stadtmuseum Oldenburg die Ergebnisse der Grabung auf dem Areal der Schlosshöfe. Besucher erhalten dabei einen Einblick in 800 Jahre Stadtgeschichte. Die Ausgrabungen fanden 2008 statt. Die Archäologen hatten hier ein halbes Jahr Zeit, die 1660 Quadratmeter große Fläche zu untersuchen. Es war die zweitgrößte Grabungsstelle, die es bisher je in der Oldenburger Innenstadt gegeben hat. Dabei machte das Team um Bezirksarchäologin Jana Fries einige unerwartete Entdeckungen. Wir haben einen Wasserlauf gefunden, den man vorher in Oldenburg so gar nicht kannte, der quer durch die Fläche floss mit mehreren Uferbefestigungen. Der ist immer kleiner geworden, der ist immer mehr zusedimentiert und letztendlich hat man da oben drauf Häuser gebaut. Wir haben aber auch einen weitestgehend intakten Keller gefunden, der offensichtlich beim Abriss der Häuser 1959 stehen gelassen wurde, da er unterirdisch war. Da führte noch eine Treppe runter und da stand noch ein Regal und auf dem Regal stand noch Vorratstöpfe. Das hat man auch ganz selten, dass das noch so gut intakt ist. Der Aufbau der Ausstellung im Stadtmuseum ist nun so angelegt, dass die Besucher die Grabung selbst nachempfinden können. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Funde und Befunde, sondern auch, wo sie konkret gefunden wurden und wie es dort einst aussah. Zahlreiche Fotografien an den Wänden und den Ausstellungsvitrinen versetzen den Betrachter in das Oldenburg der Vergangenheit. Eine Idee vom stellvertretenden Museumsdirektor Udo Ehlert. Also wir waren bemüht, keine fachhistorische Ausstellung und keine facharchäologische Ausstellung zu machen, sondern eine, die von den Besucherinnen und Besuchern gerne wahrgenommen wird. Und da war die erste Idee natürlich, wenn eine Grabung ist, da muss man sagen, wo ist denn gegraben worden und wie groß war das und wo war das ganz genau und was stand da drumherum? Mühlenstraßenviertel sagt möglicherweise mehreren Leuten nichts, deshalb war die Idee, am Anfang sofort, dass die Funde und Befunde, alles das, was wir zeigen wollen, der Grabungsfläche zugeordnet wird. Und deshalb haben wir dort oben den Grabungsplan original verkleinert, mitten in einem großen Ausstellungsraum. Und drumherum sind dann die Funde dem zugeordnet und die Bilder eben auch zugewiesen. Die Ausstellungsstücke geben Einblick in den oldenburgischen Alltag der vergangenen Jahrhunderte, zurück bis ins 13. Jahrhundert. Bratspießhalter, ein Bartmannkrug aus Köln, Mineralwasserflaschen, Geschosskugeln, Kinderspielzeug
und vor allem viel Keramik. Da findet jeder sein ganz spezielles Lieblingsstück, auch Udo Ehlert. Das ist ein Kochgefäß, ein Graben, kugelig mit drei Beinchen dran, dass das nämlich im offenen Feuer stehen konnte. Und diese Gegenstände sind in aller Regel Graben aus Keramik, aber in diesem Falle, deshalb Sie fragen mich ja nach dem liebsten Stück, aus Metall, aus Gelbguss, aus Messing wahrscheinlich. Wahrscheinlich aus dem 13. bis 15. Jahrhundert, steht ja leider keine Jahreszahl dran, wann es hergestellt worden ist. Und solche Gegenstände sind relativ selten, konnte sich die eben nicht jeder erlauben. Und dann, wenn vielleicht was kaputt war, dann gab man das gerne zum Einschmelzen und konnte wieder ein bisschen Geld dafür bekommen. Hier hat sich dieser Gegenstand ohne größere Beschädigung mit allen drei Beinen und keinen Verbeulungen wunderbar erhalten. Dass die Ergebnisse einer Grabung so zeitig in einen historischen Zusammenhang gesetzt werden und der Öffentlichkeit präsentiert werden können, ist für Bezirksarchäologin Jana Fries eine willkommene Ausnahme. Meistens bleibt kaum genug Zeit, Ausgrabungen so umfangreich auszuwerten. Die Ausgrabung, die stieß hier in Oldenburg auf sehr, sehr viel Interesse. Wir hatten ganz viele Leute immer wieder am Zaun stehen, die fragten, die Auskunft wollten. Wir haben eine Infotafel aufgehängt, wir haben Führungen gemacht, die sehr, sehr gut besucht waren. Also die Oldenburger hat das offenkundig interessiert. Und umso lieber machen wir dann natürlich 3 Jahre hinterher, es ist in Archäologie eine sehr kurze Zeit, machen wir dann eine Ausstellung, um das dann nochmal in geeigneter Form, so dass man es gut verstehen kann, darzustellen. Ist sehr schön, ist auch groß geworden hier, hätten wir gerne öfter, erfordert natürlich immer ein Museum, das das dann auch anpackt. Eine andere Ausstellung ist derzeit in der Landesbibliothek zu sehen. Dort geht es natürlich um Bücher. Interessant ist diesmal vor allem der Ort, wo diese Bücher gelesen wurden, die Fronten des Zweiten Weltkriegs. Wird man heutzutage mit dem Begriff Zweiter Weltkrieg konfrontiert, kommen einem eine Menge Bilder in den Sinn. Doch kaum jemandem würde auf Anhieb die Literatur der damaligen Zeit, die sogenannte Frontlektüre, einfallen. Diesem bis dato eher vergessenen Aspekt des Zweiten Weltkrieges kommt dieser Tage eine eigene Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg zuteil. Die Ausstellung zeigt Lektüre, die in den Kriegsjahren den Soldaten der deutschen Wehrmacht an die Front geschickt und auch in Deutschland für die Bevölkerung publiziert wurde. Der Journalist Jörg Weigand, der sich seit Jahren mit der Frontlektüre beschäftigt und die Ausstellung konzipierte, erläutert: Es ist natürlich alles Lektüre, die den Machthabern damals genehm war und die vor allen Dingen auch dazu diente, die Moral, die Kampfmoral und die Parteimoral unter Umständen der Soldaten zu stärken und hochzuhalten. Und natürlich darf man nicht vergessen, auch Lektüre, um junge Leute zu verführen, unter Umständen zu überzeugen, in die Wehrmacht einzutreten, sich freiwillig zu melden und zum Beispiel als U-Boot-Fahrer oder in der Waffen-SS zu dienen. Doch war es nicht nur diese kriegsverherrlichende und propagandistische Literatur, die von den Soldaten damals gelesen wurde. Auch literarische Klassiker wie Goethe oder Fontane, heimatverbundene und humoristische Literatur waren durchaus beliebt. Allgemein betrachtet wussten sich die Verlage und Machthaber die Sehnsucht der Soldaten nach Frieden und Heimat zunutze zu machen. Von Soldaten ist zum Beispiel alles, was Kriegsberichterstatter gemacht haben. Die hatten natürlich die Aufgabe, für den Krieg zu schreiben. Sie waren in den Propagandakompanien organisiert. Sie sind mitgeflogen, sie sind mitgefahren auf den Schiffen. Sie waren in den Panzern ganz vorne. Sie haben heute die Embedded-Reporter zum Beispiel im Irakkrieg. Ganz ähnlich ist es auch gewesen. Und man darf nicht vergessen, die Leute an der Front haben auch für die Leute in der Heimat schreiben müssen. Denn man musste ja die Zivilbevölkerung auch bei der Stange halten, insbesondere in den letzten Kriegsjahren. Fakt ist, dass viele Verlage in den Kriegsjahren sehr gute Geschäfte machen konnten, wenn sie sich an die Vorgaben des Oberkommandos der Wehrmacht hielten, das hohes literarisches Niveau erwartete und dafür Zuschüsse zahlte. Den Verlag Reclam rettete der Krieg sogar vor der Pleite. Hinzu kamen die Verlage, die ihre vorherige Tradition außer Acht ließen, um in das Geschäft der Kriegslektüre mit einzusteigen und eigene Reihen für die Soldaten an der Front herauszubringen. Das waren fast alle Verlage. Es gibt der einzige Verlag, der mir einfällt, den ich nicht gefunden habe, war der Herder Verlag. Der hat wohl nicht umgeschwenkt. Bertelsmann in Gütersloh war ja erstmal ein christlicher Verlag gewesen. Der hat das dann sausen lassen und hat sich ganz auf die Kriegsproduktion geworfen, denn das gab das Geld und die christliche Literatur war erstmal AD. Doch nicht nur die Verlage verdienten damals ein Geschäft mit dem Krieg.
Die Autoren haben sehr gut verdient. Es gab extra Zuwendungen für die Verlage und das wurde dann natürlich anteilig an die Autoren weitergegeben. Und natürlich waren es besonders Autoren, die zum Beispiel der Partei genehm waren. Und es waren Autoren, die Mitläufer waren. Und da gab es sehr viele. Denn wer als Autor gelitten war, konnte fast immer davon ausgehen, dass er nicht unbedingt eingezogen wurde und musste nicht in den Krieg. Neben der Literatur gab es noch einen weiteren Aspekt, der den Soldaten möglichst bei Laune halten sollte. Es ist so schön, Soldat zu sein, war das Motto, unter dem zahlreiche Sammlungen mit Soldatenliedern herausgegeben wurden. Nicht selten mit einleitenden Artikeln, die den Soldaten an seine Pflichten erinnern sollte. Wie die Soldaten an diese Bücher und Sammlungen kamen, erklärt Jörg Weigand folgendermaßen. In der Regel musste er gar nicht dafür aufkommen, sondern das waren die Angehörigen, die zu Hause die Büchlein gekauft haben, haben sie dann geschickt. Die Verschickung per Post war umsonst. In späteren Jahren ab 43, 44 wurde das Gewicht auf 100 Gramm beschränkt. Das war dann sehr positiv, zum Beispiel für Inselbücherei oder für Reklam. Dann gab es die sogenannten Frontbuchhandlungen, die unmittelbar hinter der Front installiert waren, wo der Soldat sich selbst was besorgen konnte. Und es gab natürlich die überbordende Produktion von der Wehrmacht selbst, von Divisionen, vom OKW. Das waren zum Beispiel die Tornisterschriften zur Instruktion von Offizieren. Und das war natürlich kostenlos. Die Ausstellung in der Landesbibliothek läuft noch bis zum 22. Oktober. Der Eintritt ist kostenlos. Zu guter Letzt, nach 24 Jahren verlässt Direktor Mamun Fansa das Landesmuseum Natur und Mensch und geht in den Ruhestand. Bei der feierlichen Verabschiedung waren wir dabei. Noch einmal standen die Orient-Okzident-Beziehungen im Mittelpunkt eines Symposiums im Landesmuseum Natur und Mensch, vermutlich aber zum letzten Mal. Es ging um den Jeferaner Ulrich Jasper Seetzen, einen der frühen Orientforscher, den es unter anderem nach Syrien verschlug, 150 Jahre bevor Mamun Fansa sich in der Gegenrichtung auf den Weg machte. Ihm zu Ehren wurde das Symposium veranstaltet. Der langjährige Direktor des Hauses geht in den Ruhestand. Und er verlässt nicht nur das Museum, sondern auch die Stadt Oldenburg. Die Oldenburger haben meine Arbeit sehr geschätzt. Es gab eine gute Rückkopplung. Es hat mir auch wirklich sehr gefreut, dass ich dann erfahren habe, dass es was angekommen ist. Und für mich ist das auch wichtig, wenn man das sowas hört, dann hat man den Eindruck, man hat es nicht umsonst gemacht. In Oldenburg wird Fansa eine spürbare Lücke hinterlassen. Mit seinen Orient-Ausstellungen machte er das Museum bundesweit bekannt. Sonderschauen wie die zu Saladin oder Friedrich II. Zogen viele Besucher auch von außerhalb an. Von nachhaltigerer Wirkung dürfte allerdings die Neukonzeptionierung des Hauses sein, die er in den 90er Jahren in Angriff nahm. Ich würde sagen, sein Bemühen um den Aspekt kulturellen Verständnisses, Punkte, die also mit weit entfernten Regionen in der Welt zu tun haben, die man eigentlich naturgemäß nicht jetzt unbedingt in Oldenburg vermutet. Ich würde nennen seine ambitionierten Sonderausstellungen und seine eindeutige Handschrift, was die ästhetische Seite von Ausstellungen anbetrifft, aber auch, dass er sehr hohen Wert darauf gelegt hat, und das ist gerade in naturkundlichen Museen, glaube ich, sehr wichtig, alle Ausstellungen längerfristig durch wissenschaftliche Kolloquien vorzubereiten und damit immer noch einen tieferen Blick auf die Gegenstände zu ermöglichen und auch, dass das Museum jetzt einen viel netteren Namen hat als vor 10 Jahren. Also er hat das in einmaliger Weise hier in Oldenburg geschafft, bodenständig zu sein und gleichzeitig seine Weltläufigkeit hier ins Museum auch zu integrieren. Persönlich ist er einfach ein Sonnenschein von Mensch. Man muss allerdings aufpassen, wenn man ihm einen Finger gegeben hat, dann hat er einen quasi mit der ganzen Hand über den Tisch gerissen. Aber auch das hat er auf eine unheimlich sympathische Weise gemacht. Ich habe es immer begeistert verfolgt, was er hier macht. Er ist ja auch ein unglaublich intensiver Typ und ich glaube, ich kann insbesondere die menschliche Komponente wirklich beschreiben. Es ist immer unheimlich
fruchtbar, mit ihm zu sprechen. Er ist jemand, der auch, das liegt mir sehr, erst Dinge beginnt und vielleicht manchmal noch gar nicht zu Ende gedacht hat, aber auf jeden Fall weiß, dass er auf einem guten Weg ist und dann auch die Dinge auf den Punkt bringt und unheimlich auch begeistern kann für seine Themen. Es ist ihm immer wieder gelungen, selbst für Stoffe, die auch mich selbst vielleicht auf den ersten Blick nicht begeistert haben, dass er sie so lebendig präsentiert, dass man sich davon wirklich faszinieren lässt. Und das ist wirklich eine Gabe. Mag ihm seine Herkunft noch zusätzlich helfen, aber er hat die wirklich hier in Oldenburg auf den Punkt gebracht und das sehr lebendig gestaltet. Also ich schätze ihn außerordentlich als jemand, der kreativ ist, der Ideen hat und jemand eben, der wirklich ein Grenzgänger ist. Ein Grenzgänger im interdisziplinären Bereich, aber auch ein Grenzgänger zwischen den Kulturen. Und solche Menschen brauchen wir eigentlich. Und das ist, hat ihm die Biografie natürlich ein Stück weit in die Wiege gelegt, diese Chance auch zu nutzen. Und das hat er genutzt und dazu kann man ihn nur beglückwünschen. Das hätte ja auch anders sehen können, nicht? Dass er sich eben auch nur für die eine Kultur oder die andere Kultur dann interessiert. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr glücklicher Umstand gewesen, dass wir ihn hier in Oldenburg gehabt haben. Wir verlieren natürlich hier in Oldenburg eine ganz prägende Museumspersönlichkeit. Aus der Sicht der Landesbibliothek kann ich das auch sagen, dass wir einfach sehr schöne Projekte zusammen gemacht haben und ich freue mich natürlich, dass das letzte oder vorerst letzte, die Edition der Reisetagebücher von Seetzen heute auch einen schönen Zwischenerfolg feiern konnte. Da habe ich Herrn Fanser als sehr, sehr angenehmen, hochkompetenten und ganz an der Sache orientierten Kollegen kennengelernt, mit dem es sich wunderbar zusammenarbeiten lässt. Und das ist einfach eine große Freude und die Freude überwiegt. Er war entscheidend mit zuständig für den Aufbau des Museumsstudienganges, den wir haben und der sehr, sehr gut angenommen wird, hat sich sehr dafür eingesetzt. Und als Mensch schätze ich einfach seine Spontanität, seinen Witz, seinen Esprit. Und wir haben noch viele gemeinsame Projekte und da wir beide auch noch einen Wohnsitz in Berlin haben und ich in Oldenburg hier sein werde, werden wir sicherlich auch gemeinsam wieder weiter noch was auf den Weg bringen. Primär hier in Oldenburg wahrscheinlich, aber das fällt auch ein guter Grund, ihn ab und an wieder mal nach Oldenburg zu holen. Aufs Altenteil zieht sich der demnächst 65-jährige Fanser nicht zurück. In seinem neuen Lebensmittelpunkt Berlin wird sich der Archäologe unter anderem im Museumsdorf Düppel engagieren. Und er hat auch schon weitere Ideen. Ich werde aber versuchen, Dinge zu rekonstruieren, sodass mein Erlebnisse in Deutschland nach meinem Weggang von Syrien, das sind doch markante Punkte in meinem Leben, die ich gerne wieder aufschreiben möchte und das mache ich auch. Was ich gerne machen möchte, weil ich dann an Lorenz' Ausstellung wieder die arabische Sprache in irgendeiner Form wieder mächtig geworden bin, werde versuchen, einige Berichte von Offizieren der arabischen Armee, die mit Lorenz zusammengearbeitet, die in Deutsch übersetzt werden, um eine etwas deutliche Linie der arabischen Haltung gegenüber Lorenz auch darzustellen. Das ist ein Projekt, das ist jetzt gerade in der Vorbereitung und was ich gerne mache, werde ich viel reisen. Zum Beispiel jetzt Anfang September geht nach Andalusien. Ursprünglich war eigentlich vorgesehen, dass wir uns für 2 oder 3 Wochen in die Region an der Mittelmeerküste in Syrien aufhalten, weil das für mich immer so als Assoziation zur Toskana, wo wir häufig dort Urlaub machen. Aber Syrien ist zurzeit nicht Reiseland und ich hoffe, dass das dort auch irgendwann mal dieser Spuk vorbei ist und dass eine Demokratie herrscht und dass ich dann ohne Wehmut oder vielleicht ohne Schmerz wieder hinfahren und sehen, dass dieses Land sich doch wirklich vorwärts entwickelt hat. Die wichtigste Frage des Abends beantwortete Kulturministerin Johanna Wanka. Ja, es wird eine neue Direktorin bzw. einen neuen Direktor im Landesmuseum Natur und Mensch geben. Die Person stehe auch schon fest. Bevor sie allerdings der Öffentlichkeit vorgestellt wird, muss das Kabinett der Entscheidung erst noch zustimmen. Dann kann es weitergehen im vor 175 Jahren gegründeten Landesmuseum. Unter neuer Leitung, ohne Orientakzent, aber dafür in einem der gestalterisch wohl interessantesten Museen des Landes. Wir sagen auf Wiedersehen oder auch Ma Salama. Und vielleicht sehen wir Mamoun Fanser ja auch mal wieder in Oldenburg. Er ist schließlich ein großer Freund der Promenade. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am 10. Oktober, wie immer um 19 Uhr
im O1 Fernsehen oder auf unserer Geschichtsseite www.geschichte-mitmachen.de im Internet. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.